Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute soll es um das äh, Schießen mit Soft Air Waffen gehen als Ergänzung zum Training mit normalen Schusswaffen. Ich habe da vor einiger Zeit mal von dem YouTuber T-Rex Arms aus den Vereinigten Staaten ein Video gesehen, da blende ich euch dann gleich ein paar Szenen ein und der kleine Asiate, der da schießt, der kommt, glaube ich, aus Japan, die haben ein extrem restriktives Waffengesetz und somit macht er halt praktisch sein Trockentraining nur mit Soft-Air-Waffen. Und der kommt, bekommt eine kleine Einweisung in die Waffen, schießt ein paar Mal und äh, da blende ich euch ein paar Ausschnitte ein. Der hat zuvor nie geschossen und ist trotzdem so schnell, insbesondere Zielwechsel und Magazinwechsel und so weiter. Going on, you know what's up. Ch chest. chest, chest. All right, let's see this. Stand by. Stand by. Tja, man kann es kaum glauben, der hat tatsächlich noch nie eine, eine Waffe in der Hand gehalten. Und deshalb äh, habe ich mir da mal Gedanken gemacht, ob ich das nicht auch in mein Training mit implementiere. Gut, dann zeige ich euch mal erstmal meine Ausrüstung, die ich jetzt so habe. Ich habe hier meine beiden soft waffen die sind beide von der Firma VFC, also die Vega Force Company. Die sind auch beide in Lizenz produziert, also die HK-Markings und die Glock-Markings. Das ist nicht irgendwie billig gefälscht, sondern das ist eine VFC HK416D und eine VFC Glock 19. Ähm, ansonsten zu den Waffen: Die beiden sind GBB-Waffen und das bedeutet Gas Blowback. Ihr seht ja schon, ich habe hier die die Gasflasche mit dem Green Gas. Es gibt auch noch SAEG. Das bedeutet, das wären dann ähm, welche mit einem Elektromotor. Die haben dann einen Akkupack, das dann meistens irgendwo unter dem Handschutz oder im Griffstück oder in der Schulterstütze verschwindet. Und die sind halt ein bisschen ja weniger pflegeintensiv. Aber ich habe mich halt für die GBBs entschieden, was einfach realistischer ist, weil die äh, auch eine Verschlussbewegung haben sind natürlich ja, wartungsintensiver, teilweise auch ein bisschen teurer. Also teurer, das heißt, die kostet jetzt tatsächlich schon 600 Euro, als ich mich jetzt für dieses Video informiert habe. Die habe ich damals, glaube ich, für 440 Euro gekauft. Das ist natürlich eine ordentliche Stange Geld. Und die Glock 19, die kostet 170 Euro. Ersatzmagazine sind auch nicht gerade billig. Für das Gewehr 70 Euro ein Magazin und für die Pistole 50 Euro ein Magazin. Dann empfiehlt sich natürlich noch eine Schutzbrille. Die haben ordentlich Kraft, die Dinger. Also, die, das Gewehr hat bis zu 1,6 Schul. Das heißt, äh, auf äh, nahe Schüsse in, direkt ins Gesicht, da blutet's schon mal. Und die Pistole hat bis zu 1 Schul. Dann haben wir hier natürlich hängt das auch mit dem Gas zusammen. Das ist ein Green Gas. Das ist so ja für einen normalen Temperaturbereich. Äh, die Waffen sind halt recht empfindlich, was äh, ja die Außentemperatur angeht. Das heißt für normale Temperaturen dieses Green Gas. Und dann gibt es noch Red Gas. Das ist ein bisschen schärfer. Und dann gibt es glaube ich noch Black Gas oder so ähm, Munition. Haben wir ähm, diese Packungen mit diesen Kügelchen, das ist eine 1-Kilo-Packung mit 0,28 Gramm G, äh, BBs, so heißen die Kugeln BBs. Das sind dann 6 mm im Kaliber. Und äh, wenn ich die 1000 durch die 0,28 teile, dann sind das irgendwie knapp über 3.500 Schuss und kostet ungefähr 8 bis 12 Euro. Das sind äh, qualitativ recht hochwertige BBs. Die sind auch äh, ja, biologisch abbaubar. Da ich da im, im Garten damit schieße, die sind zwar nicht auf ein Jahr weg, aber auf zwei, drei, vier, fünf Jahre, je nach Feuchtigkeit und Hitze, äh, zerfallen die praktisch. Also ist umweltfreundlich und man hat dann nicht 50 oder 100 Jahre die diese Kugeln in seinem Garten liegen. Das Gas, das kostet so ungefähr auch 8 Euro. Die Dose, 500 Milliliter. Ich habe da selber noch nicht genau darauf geachtet, für wie viele Magazine das reicht, aber ich denke so ungefähr für 15 dieser Gewehrmagazine sollte es schon reichen, eine so eine Dose Gas. So ein Gewehrmagazin, das fasst in etwa 35 Schuss und das Pistolenmagazin fast glaube ich 14, 15 Schuss. Dann haben wir hier noch einen Speedloader, die gibt es mit verschiedenen Aufsätzen. Ich habe jetzt hier den fürs Gewehr äh, mit Sekundenkleber festgeklebt. Die Pistolenmagazine lade ich von Hand, aber beim Gewehr geht es recht schwer, weil diese, ja, nennen wir es mal Magazinlippen, äh, da ist es ziemlich schwierig, die Magazine zu laden. Dann kann man einfach in den Speedloader hier oben das grob einfüllen, zumachen, hier so aufsetzen und dann äh, wie mit einer Spritze einfach die Dinge hier rein, ähm, ja, pressen. Dann... Die Gasbefüllung läuft dann so ab, indem man hier ein Ventil hat, dieses messingfarbene hier. Im Prinzip, als würde man ein Feuerzeug befüllen. Man hält die Gasflasche nach oben und dann drückt man immer mehrfach kurze Stöße an Gas hinein. Einfach, dass dieses Ventil nicht vereist. Sonst wird das Ventil äh, immer nicht äh, ganz voll und ja dann hält es eben nicht so lange dann muss man wieder schneller nachbefüllen das Gas kommt dann hier von dieser Öffnung heroben also von hier in die Waffe und ja das Magazin enthält praktisch somit das Geschoss und die Treibladung und nach dem Schießen wenn man die ganze Sache dann wieder einlagert dann muss man die Magazine auch entleeren das heißt hier kommt das Gas raus und hier hat man so ein Ventil das heißt, man hält das Ganze in eine sichere Richtung, drückt hier dieses Ventil rein, dann macht, dann zischt's, es haut hier das Gas raus und dann sind die Magazine leer. Man soll die Magazine aber nicht komplett leer lagern. In diesem Gas ist auch ein bisschen Silikon und Pflegemittel drin und wenn man die dann lagert, dann nimmt man einfach die Gasflasche nach unten und füllt hier einmal einen kurzen Stoß ein. Dass ein gewisser Grunddruck drin ist, dass die Dichtungen und alles belastet sind. So hält das Magazin dann länger. Noch ein kleiner Tipp, wenn die hier wirklich undicht werden sollten. Also es gibt teilweise die Ventile einzeln zu kaufen, teilweise gibt es auch hier herum Dichtungsmaterial zu kaufen. Wenn das nicht funktionieren sollte, mal vorsichtig hier nachziehen, wenn es hier unten undicht ist. Sieht man zum Beispiel im Wasserbad recht gut, wo es rausblubbert. Und ähm, wenn das alles nichts helfen sollte, dann muss man die halt lose schrauben, aus dem Baumarkt Teflonband holen, das Teflonband einfach sauber hier rundherum auflegen, flach und das Ganze wieder zuschrauben und dann sollte das äh, wieder eine Zeit lang halten. Was mir noch aufgefallen ist an den Softwarewaffen, trotz dass das alles äh, lizenziert ist, hat es nicht exakt dieselben Maße. Also die Glock, die passt äh, bis jetzt in alle Holster, die ich ausprobiert habe. Äh, die Holster mit Sicherung, die verriegeln auch, egal ob es das Blackhawk-Serpa-Holster äh, ist oder von Black Trident oder welche von äh, T-Rex Arms. Beim Gewehr sieht äh, ja gemischt aus. Die Picatinny-Schienen, die funktionieren alle gut. Dieses Rail zum Beispiel, das habe ich nachgerüstet, das kommt aus China, aber das ist eine Kopie von dem Geissele-SMR-Rail. Äh, das funktioniert auch gut. Da habe ich auch von BCM einen originalen äh, Handstopp dran, beziehungsweise so einen angewinkelten Frontgriff. Und ich habe mal versucht, äh, da die Schulterstütze hier relativ ja, klapprig ist und man merkt schon, dass die ziemlich ja, spielzeugmäßig ist, genauso hinten dran. Diese Rillen, die sind nicht wie beim richtigen äh, HK416 oder MR223 aus Gummi, sondern das hinten ist aus äh, ja einfach ein härterem Plastik. Das heißt, das ist nicht so angenehm und so so gut zu schießen ähm, bzw. zu schultern auf dem Plattenträger oder auf dem Combat Shirt. Und deshalb habe ich versucht, mit der Schulterstütze von meinem MR223 das auszutauschen, aber die schlackert dann nur noch rum. Dann habe ich noch äh, zu den Gewichten, was zu sagen. Die, das Gewehr wiegt jetzt mit dieser Optik. Das ist übrigens ein Vortex Crossfire, kostet so ungefähr 150 Euro. So wie es hier liegt, äh, 2640 Gramm. So ein Magazin leer wiegt 400 Gramm. Die Glock 19 wiegt 360 Gramm. Und so ein Magazin wiegt 250 Gramm. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar. QD-Montage für, für den Trageriemen. Die passen, sind aber relativ schwergängig. Also man kriegt die schon rein, aber man muss fünf Sekunden rumfummeln. Ich zeige euch jetzt mal noch das Innenleben der Waffen. Übrigens ähm, die Abzüge der Dieser Glockabzug ist sogar halbwegs realistisch. Der hat ein bisschen klareren Druck, äh, Druckpunkt tatsächlich als die richtige Glock, ist aber ein bisschen leichter. Ich schätze mal 1,8 Kilo sowas rum, Z vielleicht 2 Kilo. Hat die jetzt Abzugsgewicht. Man sieht zum Beispiel auch hier schon sogar, dass hier eine Kugel, also hier drin ist eine, eine Kugel im Patronenlager. Hat natürlich keine Bewandtnis, weil ohne Gas keine kein Antrieb. Da hatte ich bisher immer ein bisschen Angst, dass ich mir falsche Verhaltensweisen antrainiere. Deshalb, aber ähm, bis jetzt, da ich immer versuche, möglichst mitzudenken, was ich tue beim Schießen, ähm, hat sich das bisher noch nicht irgendwie ja eingeschliffen. Ihr seht schon, die sieht von innen eigentlich recht. Ja, realistisch aus wie das normale Modell auch. Dieses Rädchen hier, das ist ein sogenanntes Hop-up-System. Das ist äh, da kann man sozusagen ein bisschen die, die Waffe einstellen, wo die Schüsse hingehen. Wenn man ein paar Meter weiter schießt, dann sieht man mal, ob die sieht man, dass die Geschosse teilweise nach oben auswandert oder nach unten und das, damit kann man dann hier ein bisschen entgegenwirken. Ich würde mal sagen, so auf 8 Meter, und 20 cm Ziel zu treffen ist kein Problem mit der Waffe. Die Scheiben, die ihr vorhin gesehen habt, in meinem, ja, im, im Intro mehr oder minder, die sind, äh, die untere ist 20 cm groß im Durchmesser, ist eine 3 mm Stahlplatte. Und die obere ist eine 10 cm Stahlplatte im Durchmesser und 3 mm dick. Ich schieße aber meistens nur auf die unteren. Hier haben wir dann noch das Gewehr. Der Abzug ist auch ähm, ja, relativ klar, würde ich jetzt sogar sagen, vom Druckpunkt her. Man hat so gut wie keinen Vorweg. Ist auch relativ leicht, ich schätze mal auch 2 Kilo, vielleicht weniger. Ihr seht auch hier schon vom Realismus her, wie sich der Verschluss bewegt. Ihr habt hier einen Stabschutzdeckel zum Schließen, der geht auch auf. Die Waffe kann man auch leider nicht sichern im entspannten Zustand, also nicht wie die echte. Zerlegen lässt sie sich genauso wie eine scharfe HK. Wenn ich es denn hinbekomme. Und aussehen tut die auch im Prinzip wie das Original im Inneren. Also, ihr seht hier schon, dass dieser Lower Receiver, der sieht tatsächlich aus wie von der Scharfen. Hier der Upper Receiver. Hier erkennt man auch am Verschluss diese zwei Löcher. Das ist praktisch ja, die Gasabnahme, nenne ich es jetzt mal. Und hier alles wie bei der scharfen Variante auch. Selbst der Verschluss ist also sehr gut gemacht. Ist natürlich auch wichtig, dass man da ja, eine halbwegs brauchbare Marke kauft. Ähm, VFC, ich habe das selbst im Internet recherchiert, weil ich da nicht so tief in der Materie drin bin. Und VFC hat wohl sehr gute Qualität. Es gibt natürlich noch andere und da sollte man schon ein bisschen was investieren. Sonst, ja, wie immer kauft man dann zweimal oder einmal und dann nie wieder im negativen Sinn. Ja, was kann ich noch sagen? Ähm, ich habe für dieses Video versucht, die, diesen Bericht wiederzufinden, den ich mal ähm, gelesen habe. Aber ich, ich konnte ihn leider nicht mehr finden. Ich wusste auch nicht mehr, ob der auf Englisch war oder auf Deutsch. Aber ähm, da ging es um, ich glaube, ähm, die olympische Sportpistole oder sowas in die Richtung. Also Kleinkaliberpistole auf jeden Fall. Das war ein Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft. Und er war aus irgendeinem kleineren asiatischen Land, Thailand, vielleicht Vietnam, irgendwie sowas. Und den, sein Trainer hat ihm ewig lange trocken trainieren lassen. Die hatten nicht mal Geld für Munition. Und ich glaube, im letzten Monat oder die letzten zwei Monate vor der, dieser Weltmeisterschaft hatte der von seinem Trainer 50 Schuss oder 70 Schuss Munition bekommen. Die hat er dann verschossen und der hat tatsächlich einen recht guten Platz aus, abgestaubt bei der Meisterschaft. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe irgendwas mit dem fünften Platz im, in Erinnerung, aber ich glaube, dass der Platz, die Platzierung irgendwie zwischen fünften und fünfzehnten Platz war. Also gar nicht mal so schlecht dafür, dass er eigentlich nie wirklich geschossen hat. Ein anderer Tipp wäre noch, dass man sich beim Trockentraining selber filmt. Da stelle ich bei mir auch immer wieder einfachste Fehler fest. Das macht man zum Beispiel ja gern beim, beim Schwimmtraining, dass man da eine Videoanalyse macht oder auch bei anderen Sportarten. Also wieso auch nicht beim Trockentraining. Ansonsten war es das für das heutige Video. Ich weiß nicht, ob das was für euch ist. Ist natürlich eine teure Sache. Aber wenn gerade mal wieder eine weltweite Pandemie ist und äh, man im Freien nicht schießen darf und auch in Raumschießanlagen, bei dem eine Abluftanlage vom Schützen weg nicht vorhanden ist und nicht schießen darf, dann ist das halt eine ziemlich gute Alternative. Ich habe das Gewehr jetzt seit einem Jahr und acht Monaten und bisher hatte ich keine Störungen oder Schäden an dieser Waffe. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch solche Themen interessieren, Abonniert den Kanal, gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben, wenn ihr Lust habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.